Also jetzt bin ich in diesem einen Moment echt überfragt. Nee, Kugeln können wir hier auch nicht reinbringen, oder? Hier fehlt, glaube ich, noch eine Taste. Ach, da oben ist ein Amulettstück. So. Da kam die Aussage. Hier ist ja grün und... Geht das hier nicht runter? Das ist die Frage. Vielleicht, weil es hier eingeklemmt ist. Aber wie kriegen wir denn das hier dann da weg? Nee, also da greift er nicht hin. Das interessiert den auch herzlich wenig. Wir könnten jetzt auch nicht mehr laufen. Okay, ich glaube, das ist ein Fehler. Ja, ich speichere mal kurz irgendwie. Spiel fortsetzen. Alles sehr merkwürdig. Hier habe ich noch eine Kugel entdeckt. Ah, jetzt funktioniert es wieder. Das ist doch fein. So. Ach, ich glaube... Kann es sein, dass er einfach das grüne Licht nicht sieht? Vor allem, warum leuchten die Augen so rot? Fragen über Fragen. Hier geht das an. Mhm. Wie kriege ich das denn da weg? Ach, na schau mal einer an. Einfach zufällig. Da ist ja auch noch einer. Oh. Okay, also ich komme hier auch noch nicht ganz weiter. Da ist ja auch noch eine. Also soweit ist das ja dann erstmal korrekt. Aber was ist hiermit? Oder ist das an sich schon falsch? Einfach mal nach unten schießen.
leuchtet denn da? Ach so. Ach. Ach so. Der dient da einfach nur zu... Ach so. So, dann die Klappe. Jetzt ist man ja gelappt. Nee, will noch nicht losfahren. So. Einmal das Lämpchen und... Ach, 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 so, ah, ach, so, ah. Ach so. Da ist auch noch eine Kugel gut versteckt. Wir müssen den befüllen. So ist das also. Hier vorne muss noch Wasser rein, von hier aus dem Tank. Hallo? Du sollst den Luftballon nochmal kaputt schießen. Okay, jetzt bin ich wieder etwas überfragt. Also im Endeffekt von hier oben kommt ja die Kugel. Die stößt das Buch um. Das macht das Feuerzeug an. Die Rakete fliegt los. Aber an dem Buch hier kann ich auch nichts mehr ändern. Ach, die kann ich, das kann ich ja auch ändern. Gut zu wissen. Ah, ach so. So. Ach, ach so. Ah. Die Frage ist nur, womit will der letzte beladen werden? Ach, der braucht einfach nur einen Passagier. Lü, lü, lü. So, dann können wir uns nämlich hier das erste Amulettstück holen. Ah, wir haben ein Amulettstück. Haben wir sonst noch irgendwas? So, dann gehen wir mal wieder runter. Ach so. Von hier oben kann man also die Lampe auch anmachen. Nee, einmal Licht, einmal auf grün schalten. Und lospfeifen. Hm.
irgendwelche Hinweise, was man hier tun kann? Nee, kann man, hat man nicht. Das Problem ist, man kommt hier echt von einem Rätsel ins nächste. Und man hat keine Idee, was man machen soll. Nee. Nicht das. Vielleicht Kugeln einfügen? Nö. Die? Die? Nö. Nein. Fährt uns auch nicht mehr zurück. Aber was machen wir jetzt? Jetzt sind wir hier auf ewig gefangen. Ja, super. Da unten kann man jetzt immer wieder Licht an und Licht ausmachen. Aber was bringt uns das denn? Gar nichts. Will auch einfach nicht losfahren. Aber warum nicht? Verdammt. Und wenn wir einfach nur die Lampe an, nur hier auf grün stellen und dann hier drauf? Ne, das möchte der auch nicht. Wir können hier hinten aber auch nicht hinlaufen. Das ist eigentlich ganz so. Ich bin gerade echt einfach nur überfragt. Eine ziemlich abgedrehte Welt. Ach. Ach so. Ach so. Schauen wir mal. Ah, ah, ah. Man muss aber auch erstmal drauf kommen. Also abgedrehte Welt. Es ist teilweise echt schwer herauszufinden, wo die Rätsel liegen und warum sie da liegen. Auch wenn sie offensichtlich aussehen. Das ist eigentlich das Schlimmste daran. Sie sehen offensichtlich aus, sind es aber nicht. So, dann gehen wir jetzt hier oben mal durch. Da ist nämlich auch noch eine Tür. Ist ja auch noch ein Ring. Ach, deswegen sind wir bei der Raupe nicht weitergekommen. Weil sie noch den anderen Teil des Ringes haben wollte. Ach, da unten. Ah, das sehe ich von hier aus so schlecht. Ha! Doch noch bekommen. So, dann gehen wir jetzt hier einfach mal wieder durch. Dann kommen wir da oben raus. Unten ist nichts. Ja, dann gehen wir einfach wieder nach da oben. Wieder durch die Tür. Dann kommen wir da wieder hoch.
gehen durch diese Tür. Also die Perspektive hier ist echt merkwürdig. Ich gehe jetzt erstmal zurück zur Raupe und gebe ihr den zweiten Ring. Renn, Violet, renn! So. Da müssten wir jetzt da wieder rauskommen und durch diese Tür gehen können. Ja. Dann gehen wir hier durch die Tür und sind dann wieder aus dem Portalraum raus und bei der Raupe.